Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Vlog. Etwas verspätet im Tag, heute ist Montag und ja, es ist etwas später, weil ich heute noch gar nicht zum Vloggen gekommen bin. Es war wirklich ein bisschen stressig. Ich erzähle euch ganz kurz, was war. Wie eventuell, wenn ihr das gestern schon gesehen habt, am Abend habe ich euch erzählt, dass ich heute in der Früh meinen Schwangerschaftsbelastungstest, irgendwie so diesen Diabetes-Test, wo man einfach testet, ob die schwangere Frau jetzt schwangeren Diabetes hat. Und dieser Test ist ein bisschen mühseliger, dauert ein bisschen lange, weil man muss halt hinfahren, muss man Blut abgeben, Harn abgeben, dann muss man so einen halben Liter Glukosegesöff trinken und das schmeckt etwas eklig und man muss alles natürlich nüchtern bleiben, die ganze Zeit über, dann muss man wieder hinfahren, Blut abgeben, Hand da lassen und man darf auch gar nichts trinken zu Hause, auch gar nichts machen, weil sonst würde sich ja dieses Glukose abbauen und deswegen, ja, hat es ein bisschen meinen Vormittag verschluckt. Dann habe ich natürlich keine Zeit mehr gehabt, in der Früh mein Video zu schneiden, hat sich natürlich alles ein bisschen verzögert. Gestern Abend hatte ich keine Nerven dafür, weil mir ging es nicht so gut und musste ich es heute in der Früh machen, also am Vormittag danach anschließend. Und hat sich dann gezögert. Dann hat natürlich mein Computer zum Spinnen begonnen. Das natürlich freut mich ganz besonders. Ich glaube, ich brauche entweder einen neuen Computer oder irgendwas. Und es war einfach so, mach mal endlich weiter. Mein Final Cut ist ständig abgestürzt. Aber ja, das gehört irgendwie dazu. Und wenn ihr diesen Vlog seht, dann ist das schon längst Geschichte, weil ja der Vlog heute einfach später gekommen ist. Oder er kommt morgen. Also das habe ich jetzt bisher noch nicht entschieden. Eins von beiden. Ja, so viel dazu. Sonst war heute nicht wirklich viel. Heute war halt ein Office-Tag, weil ich habe halt auch wirklich viele E-Mails geschrieben und ja, den Tag irgendwie so genutzt. Ich werde eventuell dann noch mit den Mädels, habe ich mir überlegt, zum Primark fahren. Ja. Mache ich vielleicht, weil damit ich einfach ein bisschen aus dem Haus rauskomme, weil es war ein bisschen das ganze Wochenende nur daheim Wochenvideo gemacht, daheim Besuch empfangen und so weiter. Dann möchte ich mit euch über ein echt cooles Thema sprechen, denn ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Und zwar ist ja so, dass ich ja bald aus der Karenz rauskomme mit der Lara und ich habe mich einfach an die Zeit erinnert, wie es damals war, als ich mit der Michelle aus der Karenz rausgekommen bin, weil da habe ich was echt Cooles für mich genutzt, noch in der Karenzzeit, und das sollten viele Frauen machen, also wenn ihr die Chance dazu habt, nutzt sie, oder generell auch Männer, nutzt einfach so Weiterbildungschancen, denn ich habe damals, wie ich mit der Michelle aus der Karenz, bevor ich mit der Michelle aus der Karenz gekommen bin, ein Angebot von WAF genutzt. WAF ist bei uns ein Beratungszentrum für Weiterbildung, generelle Bildung und so weiter. Und es war ja so ganz kurz die Vorgeschichte. Ich habe während der Schwangerschaft mit der Michelle meine Ausbildung kurz unterbrochen als Grafikerin. Das heißt, ich habe sie so in dem Sinne abgebrochen, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt nicht mehr zur Schule und ich bin jetzt kein Lehrling mehr, sondern ich gehe jetzt einfach ganz normal arbeiten. Mein Chef hat mich damals ganz normal angestellt. Ich habe natürlich auch viel mehr Kohle verdient als Lehrling, bin aber dann natürlich nicht mehr zur Schule gegangen. Diese Schulzeit, die mir gefehlt hat, die war natürlich wichtig, wäre wichtig gewesen für meinen Lehrabschluss, also für meinen Abschluss danach. Die hat mir natürlich gefehlt und das musste ich nachholen und natürlich durch einen Kurs, den ich selber bezahlen hätte müssen. Und das wäre natürlich ärgerlich gewesen, weil der Kurs sehr, sehr teuer war. Also ich glaube so um die 1500 bis 2000 Euro. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, das ist ein bisschen lange her. Sowas, darum hätte es gekostet. Und da bin ich ja halt aufs WAF gekommen, da hat mir jemand damals das erzählt, geh doch zum WAF, die können dir helfen. Da bin ich wirklich hingegangen, habe mir einen Beratungstermin geben lassen und die Frau war so nett. Und sie hat zu mir gesagt, naja, sie können ja das nutzen für sich, diese Weiterbildung, also wir nehmen das als Weiterbildung und wir bezahlen ihnen den Kurs 100%. Das heißt, sie haben zu mir gesagt, wenn sie die Lehrabschlussprüfung bestehen, dann übernehmen wir 100% diesen Kurs. Und das war so, ich war so happy, habe natürlich den Kurs gemacht, habe mich dort angemeldet, habe alle Kursunterlagen bekommen, das haben die alles für mich bezahlt. Unterlagen, dann diese Treffen mit diesem Professor, den ganzen gesamten Kurs, diese Lernvorbereitung, die Sachen einfach, die mir jetzt in der Schule gefehlt haben, habe ich nachgeholt und ich habe natürlich bestanden und das WAF hat mir meinen Kurs hundertprozentig übernommen. War natürlich sehr
was sehr toll ist, vor allem für Frauen in der Karenz. Naja, hallo, ist logisch, dass das da nicht so viel Kohle da ist und dass es einfach sehr erleichternd ist. Wenn ihr auch Interesse habt, mehr über das Bildungsangebot der Stadt Wien zu erfahren, dann könnt ihr diesen Link hier klicken, den ich hier euch hier reinschreibe. Ich werde aber natürlich das in die Infobox noch reinfügen, dann könnt ihr ihn direkt anklicken. Dort könnt ihr viel nachlesen, welche Bildungsmöglichkeiten es für euch oder für eure Kinder gibt. Und wenn ihr aber zu, mehr darüber wissen wollt, was ich gemacht habe, zu diesen WAF, was ich für euch vorher erzählt habe, wo man halt quasi in der Karenz noch diese Weiterbildung machen kann, dann werde ich euch den Link, den ich hier hergeschrieben habe, auch nochmal in die Infobox setzen. Dann könnt ihr ihn auch dort anklicken und könnt dann mal dort lesen, ob da was für euch dabei wäre. Und dieses Angebot ist jetzt nicht nur für Mütter und die in Karenz sind, sondern generell für ganz, ganz viele Menschen, Unternehmer, auch normale Menschen, die ganz normal in den Beruf stecken, aber generell interessiert werden an einer Weiterbildung. Man kann sich da einfach informieren, ob man denn für so ein Weiterbildungsmodell passt. Aktuell in dieser Karenzzeit werde ich wahrscheinlich keine Weiterbildungsmöglichkeit für mich jetzt nutzen, weil jetzt kommt dann noch eine Schwangerschaft und noch ein Baby. Das heißt, ich bin danach nicht nach der Karenz sowieso quasi frei, weil mein Kind ist ja dann betreut und ich habe ja dann Zeit für Arbeit, sondern ich habe ja dann noch ein Kind. Natürlich bin ich immer berufstechnisch, wie ihr wisst, sowieso immer on my way, weil ja, ich arbeite ja von zu Hause, wie ihr wisst, nicht nur jetzt YouTube, sondern ich bin ja auch noch selbstständige Grafikdesignerin und das mache ich ja auch noch immer von zu Hause aus, so wenig, mal weniger, mal mehr, aber so, deswegen brauche ich derweil noch keine Weiterbildungsmöglichkeit, aber wer weiß, wir werden ja sehen, was danach ist, nach der Karenzzeit mit dem Baby Nummer 4, also es folgen noch spannende Zeiten, auch für mich, ja. Ich meine Lieben, als wenn irgendeine größere Macht nicht wollen würde, dass ich zum Primark fahre. Ich habe jetzt das Fenster kurz aufgemacht, vorhin auf der Fahrt daher. Und dann hat es geklackt und jetzt kriege ich es nicht mehr zu. Und das klemmt hier irgendwie. Jetzt muss ich meinen Mechaniker anrufen. Mach das, dafür steige ich ins Auto ein. Ich kann natürlich nirgends hinfahren, weil ich kann ja nicht mein Auto so in der Parkplatz mit offenen Fenster lassen. So, meine Lieben, mein Problem kann man nicht sofort lösen. Ich habe jetzt mit Mechaniker telefoniert und er meint halt, dass wir das bestellen müssen. Und ich kann nur eins machen, ich kann die Bekleidung aufmachen daheim und das dann raufschieben zumindest, um dann mit Holzkeilen irgendwie befestigen, dass das Fenster nicht mehr runterrutscht. Er kann dann nur, wenn das neu reparieren. Und da muss man es bestellen. Bei Skoda. Also ich fahre jetzt nach Hause. Geh vielleicht mit den Mädels zum Spielplatz oder so. Was denn? Nicht so wild, Michelle. Laufen. Laufen? Ja, laufen. Mit dem Michelle laufen? Das ist die Handbremse. Die Lara, die Haare im Gesicht. Hey, Lara. Wuhu. Wuhu. Das ist unsere Bremse. Ach so. Ist das schön? Ist ganz schnell. Ja, mein Schatz. Super. So, meine Lieben, wie ihr seht, sind wir wieder daheim von unserem kleinen Trip ins Abenteuerland. Nein. Ja, wir sind daheim, wir haben Hunger und ich werde jetzt gleich was kochen. Und zwar gibt es heute selbstgemachte Falafel im Pitabrot und ja, ich würde mal sagen, ich fange schnell an, weil da gibt es wieder viele Sachen zum Schnibbeln, wie Zwiebeln, Tomaten, Auberginen, Kichererbsen, muss jetzt ja nicht zwiebeln, aber Zwiebeln, Schnibbeln, aber es ist genug zu tun, deswegen fange ich an und ich zeige euch dann zum Schluss, wie die Falafel bei mir ausschauen. Ja. So, meine Falafelburger sind fertig, schon so aus innen drinnen. Und mir ist aber eigentlich noch viel übrig geblieben. Salat habe ich noch und so Auberginen. Und meine Baustelle hier, oh mein Gott. Papa ist jetzt gerade unten, also ist schon da. Ja. Schaut sich gerade mein Auto unten an. Ich mache gerade die ganze Tür auf. Ich schau mal runter. Willst du hier Fahrrad fahren? Ja. Wow. Mit Bein fahren. Mit Bein fahren. Ist ja.
Ja, feste. Dann ist eine Schraube noch nicht locker. Könnte gefährlich sein. Ja, mach mal. Gleich bei dem Ding da. Hier? Ja. Aber wie soll ich denn das jetzt auch machen? Soll ich das Plastik runternehmen? Ja, probier mal. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Nein. Aha. Das ist noch mehr, oder? Das ist ein Klicksystem. Schau mal, da kannst du auch fahren. Super, Lara. Okay. So, meine Lieben, ich werde mich jetzt auch vom Vlog verabschieden. Der Papa hat es leider nicht geschafft, mein Fenster hochzuheben. Ich muss jetzt also abwarten, was der Mechaniker dann morgen sagt, was er mir für einen Preis nennt. Bin ich mal sehr gespannt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in die Infobox hineinklickt und ein bisschen bei diesen Links herumstöbert zum Thema Bildung. Wie gesagt, Bildung ist ein wichtiges Gut, das wir haben. Also schaut mal vorbei, würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.